Oder sie kommt eher. Genau. Ja, liebe Freundinnen, Freunde, schönen guten Abend. Normalerweise sind ja bei politischen Reden Fußballzitate heikel, weil diese Statements abseits sozusagen oder am Spielfeldrand in der Regel nicht sonderlich viel Tiefgang haben. Ich machte aber eine begründete Ausnahme, weil mir der Fußballnationalspieler Benedikt Höwedes aus dem Herzen spricht. An die Adresse der Schülerinnen und Schüler von Fridays for Future gerichtet hat er gesagt: Wenn ich könnte, würde ich jedem Einzelnen von euch eine persönliche Entschuldigung schreiben. Danke, dass ihr uns älteren Generationen kräftig in den Hintern tretet. Und ich finde, recht hat er. Es ist jetzt auch das letzte Fußballer-Zitat gewesen dieser Rede. Ich finde es ehrlich gesagt beeindruckend, wie sich die Schülerinnen und Schüler engagieren, wie sie jeden Freitag für das Klima streiken und sich eben nicht von Lob und Gesprächsangeboten einlohnen lassen, sondern unmissverständlich fordern, handeln, und zwar jetzt. Vor der imposanten Kulisse, nämlich vor zahlreichen ausgestorbenen Dinosauriern im Berliner Naturkundemuseum, haben sie ja am Montag ihre Forderung der Öffentlichkeit vorgestellt. Die sind ein Umstieg auf saubere Mobilität, eine nachhaltige Agrarpolitik, 100% erneuerbarer Strom bis 2035, ein raschen Ausstieg aus der Kohle bis 2030. Bis Ende des Jahres sollen ein Viertel aller Kohlekraftwerke stillgelegt werden. Das geht weit über den Kompromiss der Kohlekommission hinaus, aus gutem Grund. Zwei der größten europäischen CO2-Sünder stehen in Sachsen. Das sind die Kraftwerke Boxberg und Lippendorf. Wir brauchen deshalb endlich einen verbindlichen Fahrplan für den Kohleausstieg, der regelt, welcher Kraftwerksblock vom Netz geht, wann und welcher Tagebau geschlossen wird. Dass die Bundesregierung die jungen Leute noch immer nicht ernst nimmt, das zeigt sich schon daran, dass Union und SPD keine Anstalten machen, einen solchen Fahrplan zeitnah vorzulegen. Und anders als der sächsische Ministerpräsident Kretschmer behauptet, beginnt der Kohleausstieg nicht 2038, sondern soll spätestens 2038 abgeschlossen sein. Besser, deutlich eher. Der Finanzminister Olaf Scholz und die Ministerpräsidenten der Ostländer bzw. der Kohlenländer haben sich letzte Woche auf ein sogenanntes Sofortprogramm für die Reviere verständigt. Das kann aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass auch zwei, ja schon fast drei Monate nach Ende der Kohlekommission noch immer völlig unklar ist, was aus den vielen Projekten eigentlich wird. Letztendlich muss man sagen, Kretschmer steht mit völlig leeren Händen da. Ob es der versprochene Lausitz-ICE über Weißwasser ist oder schnellere Planungsverfahren, nirgends kann er etwas vorweisen. Seine eigenen Parteifreunde lassen ihn im Stich, denn sie haben sich nicht verbindlich erklärt, ob überhaupt diese Maßnahmen zur Planungsbeschleunigung und diese ganzen Infrastrukturprojekte aus diesen langen Listen überhaupt umgesetzt werden. Also statt gewünschter Beschleunigung nur Stillstand, und die Empfehlungen der Kohlekommission werden auf die lange Bank geschoben. Dabei brauchen die Menschen in der Lausitz, aber natürlich auch im mitteldeutschen Revier, endlich Klarheit und keine längere Ankündigungspolitik. Zu ihren Freitagsdemos von Fridays for Future treffen sich die Schülerinnen und Schüler in Berlin im Invalidenpark. Das ist ein sehr gut gewählter Ort, denn man kann von da aus in das Büro des Verkehrsministers blicken. Denn den jungen Menschen ist nicht entgangen, dass der Ausstoß der Klimagase im Verkehr weiter ansteigt und der verantwortliche Minister keinerlei Anstalten sozusagen erkennen lässt, daran auch irgendwas zu ändern. Andreas Scheuer fährt den BMW von Franz Josef Strauß. Andere hören Kassette, dagegen ist nicht einzuwenden. Doch wir brauchen keinen Verkehrsnostalgiker, sondern wir brauchen einen Verkehrswendeminister. Auch der dritte CSU-Verkehrsminister in Folge hat keine Strategie, wie man Klimaschutz im Verkehr umsetzen könnte, aber nicht nur das, ihm fehlt einfach schlicht und ergreifend der Wille dazu, das zu machen. Der Verband der deutschen Automobilindustrie könnte keinen besseren Mann im Verkehrsministerium platziert haben als Andreas Scheuer. Klimapolitik wird von der SUV-Koalition aus Union, FDP und AfD als Kulturkampf gegen das Auto diskreditiert, das Arbeitsplätze vernichtet. Was für ein Unsinn! Gerade hat die EU-Kommission ein Autokartell bei den großen deutschen Autofirmen
festgestellt, und da kann man ganz klar sagen, nicht die Elektromobilität, nicht die deutsche Umwelthilfe oder wir als Grüne gefährden Arbeitsplätze in der Automobilindustrie, sondern diese Manager, die jahrelang sowas gemacht haben. Und man sichert im Übrigen auch keine Arbeitsplätze in der Autoindustrie, indem man den fossilen Verbrennungsmotor unter Artenschutz stellt, während der Rest der Welt sich auf den Weg gemacht hat, um den Wettlauf um saubere Antriebe. Die Bundesregierung macht weiter Straßenbau, Retro-Straßenbaupolitik. Der Straßenetat ist seit 2017 um 45% gestiegen, während die Mittel für die Schiene um gerade mal 4% angewachsen sind. Man stärkt nicht die Bahn, indem man Straßen baut. Wenn die Bahn 2030 doppelt so viele Fahrgäste wie heute pünktlich und zuverlässig befördern soll, das ist übrigens das Ziel der Bundesregierung, müssten jährlich mehrere Milliarden zusätzlich in die Schiene investiert werden. Wer es mit Klimaschutz ernst meint, die Ziele erreichen will und die Luftqualität in Städten verbessern will, muss jetzt Geld für den Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs und für den Radverkehr in die Hand nehmen. Das hat ihm sogar jetzt, also dem Minister, die Leopoldina, die Nationale Akademie der Wissenschaften, ins Stammbuch geschrieben. Die hat er eigentlich beauftragt, um seiner Strategie die Stickoxidgrenzwerte nicht sonderlich einhalten zu müssen und die Grenzwerte in Frage zu stellen, beauftragt, ihm das nachzuweisen. Der Schuss ging nach hinten los. Die Leopoldina hat klar gesagt, die Grenzwerte sind in Ordnung. Im Gegenteil, beim Feinstaub müssten sie eigentlich noch viel stärker sein. Nachdem der ADFC-Klimatest wieder schlechte Noten für die Radwege hervorgebracht hat, hat jetzt der Verkehrsminister Rekordinvestitionen in den Radverkehr angekündigt. Also wenn es nicht so traurig wäre, müsste man drüber lachen. Die Mittel sollen auf 200 Millionen Euro wachsen, bei einem Gesamtetat für die Verkehrsinvestitionen von 16 Milliarden Euro. Liebe Leute, der Mann hat den Schuss noch immer nicht gehört. Verkehrswende heißt, die Flächen neu zu verteilen. Die Straßenverkehrsordnung atmet immer noch den Geist der autogerechten Stadt. Wir wollen aber die lebenswerte Stadt. Dazu brauchen wir mehr Flächengerechtigkeit, das heißt mehr Platz für Fußverkehr, Radverkehr und natürlich für Bus und Bahn. Doch stattdessen werden weiter Straßen gebaut, als ob es diese Klimaschutzziele nicht gibt. Und dafür wird enteignet. Ja, ihr habt richtig gehört, für Straßenbau wird enteignet. Für das Abbaggern von Kohle übrigens auch. Als am Wochenende Robert Habeck als letztes mögliches Mittel, um Menschen vor der Abzocke durch Miethaie zu schützen, Enteignung von Wohnungskonzernen bzw. deren unbebauten Grundstücke nicht ausschließen wollte, war der Aufschrei bei CDU, CSU und FDP groß. Das sei nämlich ein Rückfall in den Sozialismus. Ich wusste gar nicht, dass der Straßenbau und der Kohlebergbau sozialistische Projekte sind. Dann müssten diese Parteien ja für ein Straßenbaumoratorium sein und für den Sofortausstieg aus der Kohle. Tun sie aber nicht. Alles ideologische Heuchlerei. Diese Parteien haben zugestimmt, dass bei der Verstaatlichung der bankrotten Hypo Real Estate Bank zur Not die Aktionäre enteignet werden können. Aber wenn es um das Grundrecht auf Wohnen geht, da vertraut man wieder lieber dem Markt. Die Immobilienmaklerpartei FDP hat leider nicht den Unterschied zwischen Heuschreckenkapitalismus und sozialer Marktwirtschaft verstanden. Es kann nicht sein, dass der Baugrund auf Ewigkeiten unbebaut liegen gelassen wird und nur den Spekulanten dient. Eigentum ist geschützt, ja, aber es verpflichtet eben auch. Wir sehen, dass jedes Jahr tausende Wohnungen des vormalig geförderten sozialen Wohnungsbaus aus der Bindung fallen. Mieterinnen und Mieter, die jahrelang ein bezahlbares Heim hatten, stehen nun Mieterhöhungen konfrontiert gegenüber und der Verdrängung aus ihren Wohnungen. Wir wollen deshalb die sogenannte Wohngemeinnützigkeit einführen, um den Schwund an Sozialwohnungen zu stoppen und eine Trendwende für bezahlbare Mieten zu schaffen. Unternehmen, die bezahlbare Wohnungen dauerhaft schaffen, sollen dann Investitionszulagen und Steuerbefreiung erhalten. Das kostet Geld, keine Frage, aber das Geld ist besser angelegt als mit dem Baukindergeld, was 12 Milliarden Euro kostet und Geld ist, was aus dem Steuersäckel letztlich versenkt wird. Denn Baukindergeld löst nicht den Wohnungsmangel in den Städten. Eine Studie des DIW, des Deutschen Instituts für Wirtschaftsförderung, hat jetzt gerade nochmal belegt, das Baukindergeld
führt zu massiven Mitnahmeeffekten und zur Kostensteigerung beim Baukosten. Und es fördert hauptsächlich Neubauten auf der grünen Wiese. Und das kann es ja wohl nicht sein. Apropos grüne Wiese, dort stinkt es immer öfter nach Gülle. Durch die industrielle Massentierhaltung fällt wesentlich mehr Gülle an, als die Böden aufnehmen können. Das ist die Folge einer Agrarpolitik, die eine exportorientierte industrielle Landwirtschaft fördert und die Belastbarkeit der ökologischen Grenzen unseres Landes deutlich überschreitet. Diese enorme Gülleflut zeigt Auswirkungen des Grundwassers vielerorts belastet und gefährdet das Trinkwasser. Wir als Bürger zahlen letztendlich dreifach. Wir zahlen für die falschen Agrarsubventionen, wir zahlen für die Umweltschäden und wir zahlen für steigende Wasserpreise. Und liebe Freundinnen und Freunde, so kann es nicht bleiben. Die schwarz-rote Bundesregierung hat eben nichts unternommen und die Quittung kam jetzt aus Brüssel. Brüssel hat die Bundesregierung zu Recht und eben auch erfolgreich verklagt und aufgefordert, die Düngeverordnung zu verschärfen. Belastet Böden durch Überdüngung, die haben wir eben nicht nur in Niedersachsen, sondern wir haben eben auch die Grenzwertüberschreitung bei uns in Sachsen, zum Beispiel Landkreis Nordsachsen besonders, Mittelsachsen und Meißen. Die Landwirtschaftsministerin Klöckner versucht sich mit Alibi-Maßnahmen durchzumogeln, weil sie sich mit der Agrarlobby nicht anlegen will. Ich kann nur sagen, aus der ehemaligen Weinkönigin ist eben die Güllekönigin geworden. Wir brauchen dringend eine Reduzierung der Tierdichte und einen Stopp von Gülleimporten, die es immer noch nach Deutschland gibt. Aber Gülle ist nicht das einzige Problem, sondern auch die Luftschadstoffe aus der industriellen Tierhaltung. Im Gegensatz zu anderen Luftschadstoffen sind zum Beispiel Ammoniak-Emissionen nicht rückläufig, sondern in den letzten Jahren gestiegen, mit negativen Auswirkungen für die Vegetation und für die Artenvielfalt. Es führt also kein Weg dran vorbei, wenn wir die natürlichen Artenvielfalt erhalten wollen, unsere Lebensgrundlage, dass der Viehbestand auf ein umweltverträgliches Maß reduziert werden muss. Das geht nicht ohne die Bauern, das geht nur mit ihnen, aber dafür brauchen wir eben eine Agrarförderung, die den Umbau zu einer Tierhaltung, die Umwelt und Tiere schützt, gewährleistet. Heute ist die Agrarministerkonferenz zu Ende gegangen, wir haben sich in Landau getroffen. Beschlossen wurde so wenig, dass das noch nicht mal der deutschen Presseagentur eine Agenturmeldung wert war. Nichts, nur Alibi-Maßnahmen, nichts passiert. Und da kann ich nur sagen, gut, dass wir viele Schülerinnen und Schüler haben, die in der Schule aufgepasst haben und die sich mit so einem Mist nicht abspeisen lassen, sondern weiter freitags demonstrieren gehen für die Zukunft und fürs Klima. Vielen Dank. Applaus